Dass wir das zweite Tor nachlegen, das war ziemlich hingeschuldet, dass wir offensiver mehr tun mussten. Ich finde, wir haben bis auf die erste Phase der ersten Halbzeit, wo wir ein bisschen Probleme hatten reinzukommen, wo Freiburg relativ dominant war, kam danach, war das ganze Spiel danach wirklich auf unserer Seite. Wir haben deutlich mehr investiert, fußballisch, kämpferisch, wir hatten mehr Torraumszenen, wenn auch gleich die ganz klaren Torschüsse auf beiden Seiten, wenn wir wirklich da waren. Aber wir haben sicherlich ein paar, wir haben nicht kurz vor Halbzeit, Schindler Nagoski, Ball zurückgelegt und 6-0, die schießt wirklich top. Ecke, Schindler Nagoski, Ball vor die Füße, wo sie ein bisschen spät reagiert. Zweite Halbzeit, Lena Rotzen hier im 16er, wo noch ein Ding fehlt und sie steht allein vor dem Torwart. Und natürlich muss man eins ganz klar sagen. Ich will nicht viel über Schiedsrichter sagen, weil es ist, kann man überhaupt nicht ausdrücken, was da abgelaufen ist. Aber sie pfeifen uns am Stand von 0-0 eine 1000% Torschuss ab, wo angeblich abseits war. Wir spielen ja doch auf einer Seite, die geht allein aufs Tor zu, da stand es 0-0. Und in dem Moment pfeift es ab, wo meilenweit, ich glaube, jeder Stand erklärt, dass es kein Abseits war. Und deswegen, nicht nur deswegen, ist es ganz sicher ein glücklicher Sieg für Freiburg. Ich muss sagen, ich muss meiner Mannschaft ein riesen Kompliment machen heute, weil ich finde, wir haben das vierte Spiel innerhalb von 12 Tagen, also doppelt so viel als die Freiburg, und wir haben kämpferisch und auch phasenweise fußballisch ein klassisches Spiel absolviert hier, wirklich. Wir haben gekämpft um jeden Zweikampf, waren aggressiv dabei, haben ja die gute Freiburger Mannschaft, dem guten Trainer Müller Filipovic, der hier fußballisch sehr, sehr gut sind, eigentlich so gut die ganze Entfaltung kommen lassen und gleichzeitig selbst noch nach vorne viel getan. Und ich muss sagen, die Energieleistung von meiner Mannschaft heute war atemberaubend, fand ich. Und mir tut die Mannschaft nur leid, weil wir eigentlich hier mindestens, ganz ehrlich, mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten. Und jetzt stehen wir mit ihren Händen da, das ist sehr, sehr schade. Aber wir dürfen bei all dem, neben dem Ergebnis, die Art und Weise nicht vergessen. Und die war von meiner Mannschaft wirklich klasse. Ich bin erst passiert, das ist ein harter Fight, und Netten ist mittlerweile momentan erster der zweiten Liga Nord. Das ist eine heimstarke Mannschaft, die sicherlich auch wie bei euch in Freiburg jetzt in einem Spiel im Pokal alles abrufen wird. Das wird ein harter Kampf. Aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass wir trotzdem diese Mannschaft packen werden und irgendwie weiterkommen. Das ist unser großes Ziel, aber wir werden wieder alles bringen müssen. Und was ich jetzt ganz kurz erleben muss, ist sicherlich, ich muss mal ganz kurz einfach loswerden zur Schiedsrichterin. Ich habe wirklich heute zum ersten Mal, seit ich Trainer Fußballer bin, habe ich mir überlegt, ob ich nach dem Trainerkollegen hingehe und ihn wirklich frage, ob wir mal ins Reihen sitzen. Und dann, weißt du was, lass uns gemeinsam hingehen und sagen, wollen wir noch weiter Fußball spielen oder was ist das? Weil eigentlich müsste man hier wirklich von den Mannschaften hier eigentlich mal ins Reihen kommen, weil das war einfach nicht wirklich mit keinem Wort irgendwie zu erklären, was da abgelaufen ist. Und es ist einfach schade, wenn man zwei Mannschaften auf einem Niveau, erste Frau Bundesliga Fußball spielen und das Spiel zerstört wird mit zentigen Fehlentscheidungen. Das tut einfach wirklich weh. Und mal hat es Freiburg getroffen, mal hat es uns getroffen, uns hat heute ein bisschen, ja, zwar hat es ein bisschen Ärger getroffen, aber ich finde, ich weiß nicht, was da passieren muss. Es geht einfach auf dem Niveau nicht. Da geben alle Mädels Gas, die ganze Woche über trainieren und machen, wollen hier abliefern und liefern auch ab. Und dann ist da gespannt, weil es einfach nicht dem gewachsen ist. Das ist einfach nicht tragbar. Habe ich jetzt in der Form nicht erlebt, aber heute, das war einfach